So manipulativ ist Leon Mascher. Yo Leute, Mimi hier. Mein Hauptkanal ist derzeit gesperrt, weil ich gestrikt wurde. Aber keine Sorge, mein richtiges Antwortvideo kommt noch. Dauert aber noch ein paar Tage. Vielleicht ist mein Kanal bis dahin auch entsperrt. Gucken wir mal. Ich wollte aber trotzdem schnell eine Sache loswerden, weil Leons Bullshit an Dreistigkeit kaum zu übertreffen ist. Leon hat ein Video gegen Unge veröffentlicht, wo er ihn als Lügner und Manipulator betitelt. Gott. Also, da muss ich an der Stelle erstmal Leon Mascher recht geben. Unge lügt immer und er manipuliert immer. Unge hat mich damals im YouTube-Haus dahingehend manipuliert, dass ich erfolgreich auf YouTube wurde. Das muss ich Simon sagen. Simon hat damals mich dahingehend manipuliert, dass ich mir eine eigene Existenz aufbaue und hat mich immer angelogen, dass aus mir was werden kann. Jetzt sitze ich hier und ich habe meine eigene Existenz und aus mir ist nichts geworden. Also Simon Unge ist ein Lügner und Manipulator, hat auch meine Handynummer geleakt und ist generell ein extrem diabolischer und böser Mensch. Also Simon Unge ist wirklich der Teufel in Person und in meinen Augen müsste eigentlich Simon Unge tatsächlich ganz schnell aus Deutschland, der wohnt ja schon in Madeira, dann sage ich nichts. Schön mutig, Leon, dass genau diese Worte von Lügen Unge dir kommen. Jedenfalls redet er in diesem Video über die Gewinnspieleinlösung, welche wir kritisiert hatten, weil sie nie stattgefunden haben. Kurzer Hintergrund, am 22. Januar 2017 hat Leon ein Gewinnspiel gefaked, um mehr Alben zu verkaufen. Ich blende euch dazu folgenden Ausschnitt aus meinem Payback 7 Video ein. Wir müssen mit euch reden. In diesem Video verkündet Leon ein Gewinnspiel. Ihr müsst mir ein Screenshot schicken, dass ihr euch mein Album gekauft habt. Schickt mir ein Screenshot auf fame.fanbox@gmail.com. Digga, das war diese ganz wilde Zeit, Alter. Das war, ach Gott, ey, Mann. Ich blende es nochmal in der Infobox und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr uns als Duo gewinnen, dass wir einfach in eure Schule kommen. Digga, man will euch ja nicht gewinnen. Das heißt, wir unterrichten euch in der Schule. Eine Schule in ganz Deutschland, oder? Machen wir nur Deutschland oder was machen wir noch? Ich würde sagen, wir tun noch Schweiz und Österreich. Schweiz und Österreich, das heißt, ihr könnt alle mitmachen. Und Luxemburg. Luxemburg geht auch noch, klar, da haben wir auch ein paar Fans. Wir chillen mit euch, machen Fotos, wir besuchen einfach einen Tag lang eine Schule. Und was wir da machen, wir performen ein paar Songs, oder nicht? Aufgönnung. Aufgönnung, Freunde. Wenn ihr am Start habt. Du ein paar von deinen? Ich war vorbei. Ihr habt für diese Aktion 2 Wochen Zeit, also 2 Wochen, genau 14 Tage. Imagine, du bist so ein normaler Schüler in dieser Schule und hasst die beiden so richtig. Und dann gewinnt ein so ein Bastard einfach. Dann gewinnt einer einfach, gewinnt einer so von deiner Schule und dann kommen die dahin. Und du willst aber gar nicht, dass die dahin kommen, Junge. Du willst gar nicht, dass die kommen und die treten dann da auf, Junge. Und das ist so richtig schrecklich, weil du willst einfach nur sagst so, Herr Lehrer, können wir nicht irgendwie Vokabeltests oder so schreiben? Bitte, Mann. Bis die Aktion zu Ende ist, dann sage ich euch genau in 14 Tagen Bescheid, welche Schule gewonnen hat. Das Video ist vom 22.01.2017. 14 Tage würde bedeuten, am 5.02.2017 wird das Gewinnspiel aufgelöst. Dann gab es aber ein Video am 9.03.2017 namens Ansage an alle YouTuber. An mich ging die Ansage leider nicht. Das wurde mittlerweile gelöscht, aber hier ein Reupload. Da gab es dann nämlich folgende Aussage. Freunde, viele dachten sich, okay, die Schulgeschichte, das war natürlich wieder Gelaber oder sonst was. Nein, Freunde, guck mal, ich sag euch jetzt was. Apo Red und ich, wir werden auftreten, wir werden euer Lehrer sein, wir werden auch immer Spaß mit euch haben. Aber das muss ja der Schule erstmal zustimmen, dass die da hinkommen und da lehren. Also ich glaube nicht, dass Apo Red oder du ein abgeschlossenes Lehramtsstudio haben. Das wage ich einfach mal zu bezweifeln, Bro. Eine Schule in ganz Deutschland wird gewinnen, natürlich auch Luxemburg, Schweiz und so weiter. Wir werden uns eine Schule raussuchen, nicht eine Schule, die am nächsten von Hamburg ist, sondern ich werde eine Schule natürlich raussuchen, die mir die meisten Rechnungen geschickt hat. Ich wollte das eigentlich... Also es ist die Schule, die quasi am meisten gekauft hat einfach. Okay, die gewinnt dann. Ja, oder verliert halt in dem Falle, weil du ja da hinkommst. Schon längst auflösen, aber ich dachte mir, ich mache mal einfach nochmal eine Woche länger. Ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, dann gebe ich bekannt, welche Schule gewonnen hat, Freunde. Also am 9.3. wurde das Gewinnspiel nochmal um eine Woche verlängert. Das Gewinnspiel wurde also nicht während der offiziellen Gewinnspielzeit verlängert, sondern mehr als einen Monat später komplett willkürlich und dann nochmal um eine ganze Woche. Aber in welcher Schule war er jetzt eigentlich mit UpRed? Hat unterrichtet und ein Konzert gegeben? Richtig, in keiner! Das Gewinnspiel sollte ursprünglich nach 2 Wochen aufgelöst werden und wurde nach mittlerweile mehr als 3 Jahren nicht aufgelöst. Okay, jetzt zurück in die Gegenwart. Heute am 28. Mai 2020 kam Leons Stellungnahme zu den Gewinnspielen. Kommt mal direkt zu der Aussage mit den Gewinnspielen. Habe ich jetzt meine Zuschauer verarscht mit den Gewinnspielen? Ich habe gesagt, ich will euch gegenüber transparent sein. Was ist alles passiert in der letzten Zeit? Es war mein Fehler, Leute. Ich habe damals Gewinnspiele gemacht und habe es sogar gedreht. Okay, UpRed war jetzt nicht dabei. Ich habe es sogar gedreht. Ich bin zu denen nach Österreich oder München gefahren. Digga, mit dem Zug runter war anstrengend. Habe ich aber gemacht. Ich habe es für meine Zuschauer gemacht, für meine Community. Bin ich runtergegangen, habe die in der Schule besucht, auch wenn UpRed nicht dabei war oder so. Ich habe all das gemacht, Digga. Ich habe diese Videos nie veröffentlicht. Tut mir leid, war mein Fehler. Ich hätte sie veröffentlichen müssen. Ich habe mein Wort eingehalten. Ich bin runtergefahren, habe die in der Schule besucht, habe mit denen sonst was unternommen. Imagine einfach, das sind jetzt so Fake-Videos, die er jetzt auf Krampf schnell gedreht hat.
und im Hintergrund hängt so ein Kalender, wo dann so 2020 steht einfach, weil er so auf Arsch auf Grundeis mäßig noch hingegangen ist, Alter, und die auf Krampf schnell gedreht hat noch. Blend euch das mal so sein. So, so hat keine Schule in 2017 ausgesehen. Das ist fake, das ist nicht real, das ist gelogen. Ich habe hier den Beweis. Hier hinten dieser Kleiderständer und diese dreifach verglasten Fenster, die gibt es erst seit 2020. So, ich weiß sowas, ich bin informiert. Alle schreiben, warte, Digga, was kommt jetzt? Warum freuen die sich erstmal? Warum freuen die sich? Stimmt, der kann gar nicht gekommen sein wegen Corona. Die Klasse aus Skybase. Kurz essen und danach geht's ins Kino. Okay, halten wir fest. Leon, das ist sau weird, wenn du mit einer Minderjährigen ins Kino gehst, die du nicht kennst. Auch wenn sie ein Fan von dir ist. Irgendwie hat das einen echt weirden Beigeschmack, oder? Leon sagt in seinem Statement-Video, dass er transparent sein will. Er habe sein Wort eingehalten. Er habe es nur verpeilt, das Video zu veröffentlichen und ApoRed war irgendwie nicht dabei. Aber wisst ihr, warum ApoRed nicht dabei war? Weil das eingeblendete Video gar nicht das Gewinnspiel war. Dazu schauen wir nochmal in das Wir müssen mit euch reden Video von 2017 rein. Okay. Jetzt bin ich gespannt, Digga, jetzt bin ich gespannt. Als sie das Gewinnspiel gestartet haben. Bang, Digga, dann wird richtig Session gemacht. Bang, Digga, es wird richtig Session gemacht. Ich stelle mir das so vor. Ja, wir sind zwei YouTuber angehende Rapper und würden gerne vorbeikommen bei Ihnen in der Schule und wir wollen, bang, richtig Session machen. Okay, wieso rufen Sie an? Haben Sie irgendeine Qualifikation jetzt hier die Schule zu besuchen? Nein, aber wir wollen, bang, richtig Session machen und wollen hier tight, nice, ein bisschen auftreten und so, ein bisschen Unterricht machen. Okay, also wollen Sie sich jetzt für ein Referendariat bewerben oder wie ist das? Nee, wir wollen hier, bang, Session machen. Alles klar, nähern Sie sich mit nicht meiner Schule mehr als 100 Metern oder ich rufe die Polizei. Ja, ich mache mir eine Fußball-Challenge, wir werden den Lehrer für euch spielen, wir werden richtig geile Sachen machen. Genau, weil man kann einfach in die Schule gehen, den Lehrer spielen. Das ist erlaubt in Deutschland, jeder, der das möchte, kann einfach Bang Session machen und den Lehrer spielen. Und Digga, eventuell, Digga, machen wir ein geiles Video sogar draus. Digga, und eventuell, Digga, machen wir ein geiles Video raus. Digga. Einfach an diese E-Mail-Adresse zeigen. Ich schwöre, Red, manchmal so süß lost irgendwie. Ihr habt euch gesneakt, damit wir sehen, okay? Ihr habt euch gesneakt, Digga. Ich verstehe dem seine Sprache nicht mal, Bro. Da sind mehr fucking Anglizismen, Alter, aber sinnlose Anglizismen drin, als in jedem Peshanim-Song. Peshanim, ihr wisst, was ich meine. Ihr seid am Start. Bei Mädchen aus dem Block habe ich auch mal eine kleine Aktion gemacht. Ich meinte hier, bla bla, ich komme euch besuchen, schickt mir auch einen Screenshot. Ich bin letztens losgedüst und habe ein paar Fans besucht. Ich zeige euch mal ein paar kleine Videoausschnitte. Oh, Bro. Du dummes Opfer, bist du dumm. Bist du dumm, Digga, bist du dumm. Digga, dieser Typ ist nicht einfach nur ein Clown, der ist der ganze Zirkus, dieser Mann. Hallo. Genau, das war nämlich genau das. Das war nämlich eine Behindertenklasse tatsächlich sogar, ne? Ja. Nein. Ja, gegen Red habe ich auch Real Talk. Jetzt Apo Red, korrekter Typ. So, ich finde seine Aussprache lustig. Ich finde es nice, wie es sich gibt. So, ich find's einfach. Apo Red für mich ein funny Dude. So, wirklich, mag ihn. Ihr habt für diese Aktion 2 Wochen Zeit, also 2 Wochen, genau 14 Tage, bis die Aktion zu Ende ist. Dann sage ich euch genau in 14 Tagen Bescheid, welche Schule gewonnen hat. Red, Digga, so süß, guck mal. Welche Schule? 14 Tagen Bescheid, welche Schule gewonnen hat. Erstmal eine Sekunde. Wonnen hat. Wonnen hat. Red, Kuss. Ich hoffe, ihr seht, was Leon hier gerade abzieht. Leon und ApoRed starten 2017 ein Gewinnspiel, was... Ich glaube, ApoRed wollte das gar nicht. Der war einfach, Digga, der ist da einfach nur mit reingezogen worden, Alter. Der Arme, der wollte das gar nicht. Leon, so komm, wir nehmen jetzt ein Video auf ApoRed, so vollkommen lost. Okay, Bro. Die bis heute nicht eingelöst haben. 3,5 Monate, nachdem ich die beiden in 2020 exposed habe, zeigt er diesen Clip als Beweis, dass er das Gewinnspiel ja eingelöst hat. Dabei hat er genau diese Szene...
Digga, wie kann man so dumm sein, Leon Mascher? Ich bin schon in dem Gewinnspiel-Ankündigungsvideo eingeblendet. Das heißt, um diese Szene damals einblenden zu können, musste sie vor der Gewinnspiel-Ankündigung, also dem Wir-müssen-mit-euch-reden-Video, gedreht stattgefunden worden sein. Ja, ja. Haben. Das heißt, Leon zeigt hier nicht die Gewinnspielauflösung, sondern irgendeine andere Aufnahme, die noch vor der Gewinnspiel-Ankündigung war. Und übrigens, das Mädel, was er da eingeblendet hat, ist die Daniela. Und die Aufnahmen mit Daniela sind im Dezember 2016 entstanden. Also auch vor der Gewinnspielankündigung. Die hat also überhaupt nichts mit dem Schulgewinnspiel zu tun. So viel zum Thema Transparenz und dass du dein Wort gehalten hast. Du hast das Gewinnspiel gefaked, um mehr Alben zu verkaufen. Eingelöst hast du das nie, du Lügner. Ich hab's gemacht. Dieses Video, wieso auch immer ich das damals nicht veröffentlicht habe, war mein Fehler. Gebe ich zu. Ich hätte es veröffentlichen müssen, damit die Leute... Bro, du hast es ja nicht gemacht, Alter. Also, das ist doch... Wisst ihr, so, ich habe immer echt Verständnis für Leute eigentlich, aber ich frage mich manchmal, wie können Leute wirklich so dumm sein? Also Dummheit ist ja nichts Schlimmes, Ignoranz ist, glaube ich, das Stichwort. Wie kann man so dumm ignorant sein und denken, dass man damit durchkommt? Also wie kann man so ignorant gegenüber der Realität sein, dass man denkt, das klappt. Also Digga... Wir wissen, ich habe auch wirklich meine Gewinnspiele gemacht und es sind noch ganz viele so Sachen passiert. Ich habe es einfach verplant. Ich gebe nicht zu, war mein Fehler. Aber weil ich sage, ich will euch gegenüber transparent sein, will ich euch sagen, was passiert ist. Leon, das ist keine Transparenz, sondern eine neue Lüge. Und jetzt zum nächsten Gewinnspiel, was ich auch in meinem Payback 7 Video bearbeitet habe. Und das gleiche hatte einfach anderthalb Jahre später im Video Leute reagieren auf Copacabana im Juli 2018 abgezogen. Ein Tag mit Leon Mascher chillen, Lambo, ich lade euch ein, ihr könnt einen Freund mitnehmen, ich übernehme die Fahrtkosten, wir können im Kino chillen. Ihr könnt einen Freund mitnehmen. Also erstmal hat ein Lambo zwei Sitze. Ihr könnt keinen Freund mitnehmen, es sei denn, Leon Mascher läuft neben dem Lambo und zwei Elfjährige fahren den. Dann könnt ihr einen Freund mitnehmen. Das ist das Erste. Zweitens, warum will man mit Leon Mascher einen Tag verbringen? Wir können eine Waffel essen. Wir machen einfach irgendwas. Wir können eine Waffel essen. Random Fact, Alter. Wir können auch eine Waffel essen. So ist nicht, ne? Kacke und plus YouTube-Video. Was? Ah, im Urus. Im Urus wäre es möglich gewesen. Da geht das. Den gab es aber damals noch nicht. Das muss man wissen. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, Freunde. Ihr müsst euch den Song auf iTunes, Google Play oder Amazon holen. Ganz, ganz wichtig. Eins von den drei. Leon, ganz kurze Frage. Wenn ich mir den Song bei allen drei Plattformen kaufe, kann ich dann mehrere Freunde mitnehmen im Lambo und mehrere Waffeln bekommen? Das auf Instagram, schickt mir ein Screenshot, dass ihr euch den Song geholt habt, damit ich Bescheid weiß. Und es wird ein Zufallsprinzip sein. Ich werde einen von euch raussuchen und dann werden wir chillen, Freunde, mit dieser dicken Karre. Wo ist das Video im Lambo mit dem Fan? Das... Richtig, es existiert nicht. Er hat das Gewinnspiel nie aufgelöst. Okay, und jetzt Leons Statement dazu. Eine Lambo-Geschichte. Ich hab einen Zuschauer versprochen, dass er mit mir einen Tag verbringt, Lambo fährt und so weiter. Ich habe ihn auf Instagram geschrieben, habe gesagt, du hast gewonnen, habe den dann die eine Person rausgesucht. Zufallsprinzip, wie auch immer. Er hat sich gefreut. Mein Fehler war es, ich habe keinen Screenshot gemacht und habe das mein Management geschickt. Ich habe diese Person einfach verloren. Ich habe so viele Nachrichten geschickt bekommen, so viele Leute geantwortet, dass ich keine Übersicht mehr hatte. Und ja, aber wenn du ja diese Person verloren hast, warum... Wieso bist du da nicht hingegangen, Bro? Und hast einfach wen Neues ausgelost? So, so, imagine, das wäre bei Lotto so. Ey, wir haben einen Gewinner, der heißt Mark Gebauer. Jetzt ist das Problem, ich habe den Zettel, wo dem sein Name drauf stand. Dann gehört das Geld uns, perfekt. Das war mein Fehler. Eine Lambo-Fahrt, das habe ich nicht eingehalten. Ich habe diese scheiß Nachricht nicht mehr gefunden. Tut mir leid. Falls du das siehst und du wirklich derjenige bist, schick mir den Screenshot mit dem Beweis, dass ich nie geschrieben habe. Schick mir das auf Facebook, die Nachricht. Ich sorge dafür, dass wir zusammen wirklich diesen einen Tag nochmal wiederholen. Dass wir Der Typ ist jetzt so zwei Jahre älter. Der war damals vielleicht so 14, jetzt ist der so 16 oder sowas. Und erinnert sich so dran. Und dem ist das jetzt so ultra peinlich. Dem ist das jetzt so ultra unangenehm. Und der weiß, der könnte jetzt einen Tag im Lambo fahren. Aber der denkt sich, nee, lieber nicht. Lieber behalte ich das für mich, dass ich damals das gemacht habe. Ich Idiot, Digga. Einen Tag was unternehmen und Lambo fahren, wie versprochen. Und bisschen Spaß haben, wie versprochen. Oh ja? Wie versprochen? Okay, lassen wir uns... Ich will meine Waffeln haben, Leon Mascher. Mir reicht's, Alter. Ich hab den Song überall gekauft, ey. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Er macht 2020 einen Aufruf, dass der Gewinner sich ja melden kann, obwohl das Lambo-Gewinnspiel im Juli 2018 war. Aber es fällt dir jetzt erst ein? Ja? Ja, Bro. Was für Stress mit Locke gehabt, ist das, du weißt. Später, als ich dich exposed habe, warum hast du denn vorher keinen Aufruf gestartet, um den Gewinner zu finden? Ja, weil es dir scheißegal war, du wolltest Kohle scheffeln und hast die Gewinnspiele damals gefaked und deine gesamte Community mehrmals abgezogen. Und um das Ganze noch zu ver... Der Typ,
Das kommt von Erik. Ich habe die Fake-Gewinnspiele am Montag 2 Minuten geblockt. Scheiße, Leon. Kartuschen, hast du die Leute blockiert, die dich auf diese Fake-Gewinnspiele angesprochen haben? Ich will euch gegenüber... Fan ist jetzt einfach 10. Der war damals 8. Wie gesagt, transparent sein und sagen, was passiert ist. Warum soll ich lügen, Leute? Weil du... Ich bin der Meinung, Locke sollte jetzt einen Tag mit dem Lambo fahren. Ja. Du immer lügst, genauso wie in dem Video hier. Ich habe in der letzten Zeit genug Scheiß gebaut, Mann. Ich... Imagine, sau viele Leute schicken ihm jetzt so gefotoshoppte Screenshots, dass sie gewonnen haben. Ich habe mich einfach in den letzten Jahren sehr viel selber reflektiert. Will es auch nicht immer wieder.